Hier ist Radio Euskirchen. Guten Morgen, wünscht Ihnen Norbert Joy. Und ich glaube, das ist wirklich ein Albtraum für alle Urlaubsflieger. Das Flugzeug kann nicht landen, weil irgendein Hobbyfotograf mit seiner blöden Drohne am Flugplatz rumfliegt. Seit Sonntag gilt die neue Drohnenverordnung, um die wilde Fliegerei so mit den Dingern etwas besser zu regeln. Tim Osterbeek und Dirk Zirke haben mit Daniel Kürsten aus Bad Münstereifel gesprochen, der beruflich mit seiner Drohne unterwegs ist, denn er ist Luftbildfotograf. Wenn man halt Aufträge hat und in der Nähe halt Straßen sind, Bundesstraßen bzw. Bahnlinien, dann kann man die Aufträge nicht annehmen. Einschränkungen für Drohnenflieger gibt es schon länger. Aber jetzt kommt sogar noch eine Art Führerscheinprüfung dazu für Drohnen ab 2 Kilogramm Gewicht. Daniel Kürsten hat gleich mehrere Drohnen verschiedenster Gewichtsklassen, je nach Einsatzgebiet. Also das Drachenbootrennen an der Steinbachtalsperre, das habe ich fotografiert und gefilmt. Dann hatte ich schon mal einen Auftrag, da haben sich 300 Kinder aufgestellt im Umriss von der Deutschlandkarte. Und seine Auftragsbücher sind voll, denn Luftbilder sind gefragt. Und mit den Drohnen steigt auch die Zahl der Hobbypiloten. Und damit kommt es regelmäßig zu Unfällen, Behinderungen der Luftfahrt oder Verletzungen der Privatsphäre. Ein heikles Thema, auch für den Drohnenprofi. Da war in der näheren Umgebung eine Sauna mit Außenbereich. Ich hatte halt einen Auftrag, sollte was filmen bzw. Fotos machen. Und dann kam dann jemand angelaufen und meinte, was machen Sie hier? Das war dann ein wenig unangenehm. Unangenehm war es bestimmt auch im ersten Moment für die Gäste der Sauna. Naja, ist ja am Ende nochmal alles gut ausgegangen. Weniger gut würde es ausgehen, wenn so eine Drohne über einer Menschenansammlung abstürzt. Wenn so ein Ding runterfällt aus irgendeinem Grund, wenn die Motoren versagen oder der Steuerer irgendwelche Probleme hat, dann können da schon ernsthafte Verletzungen entstehen. Darum findet er schärfere Regeln grundsätzlich richtig, auch wenn es ihn manchmal einschränkt. Übrigens, an Flughäfen ist der Betrieb von Drohnen schon lange verboten. Wenn Sie so ein Ding haben oder sich anschaffen wollen, dann gibt's auf unserer Homepage einen Link zu den wichtigsten Vorschriften. Dankeschön an Dirk Zirke und Tim Osterbeek. Radio Euskirchen am Morgen. Vom Aufstehen bis um 10 Uhr.